Februar 90 Jahre alt geworden. Das hat im Vorstand des Club of Vienna vor ungefähr einem Jahr dazu geführt, dass wir beschlossen haben, Rupert Riedls Geburtstag in einem fairen Rahmen zu begehen. Es handelt sich meiner Ansicht nach um einer der wesentlichsten Wissenschaftler Österreichs, der lange Zeit und immer noch nicht richtig eingeschätzt worden ist. So wie wir zeitlich zwischen Nachmittag und Abend im Augenblick stehen, hat Rupert Riedl die Geologie an der Schnittstelle zwischen den harten Wissenschaften, der Anorganika und den weichen Geschichtswissenschaften, der Materialwissenschaften gesehen und hat sich in beiden erstaunlich sicher und fundiert bewegt. Er hat sich entsprechend der Mahnung seines Vaters, die bei ihm, das hat er öfters gesagt, seiner Lebensmutter wurde zu dem bekannt, wenn du einmal in dieser Gesellschaft etwas tun willst, kommt es darauf an, an ihr nicht Maß zu nehmen. Eine ganz wesentliche Aussage, die auch seine Bücher deutlich zu erkennen ist. Und sein langjähriger Freund und ich glaube auch wissenschaftlicher oder Mitarbeiter im Sinne des Dialoges bei den Gesprächen in Altenberg, wo ein Teil von uns auch lange Zeit teilnehmen konnte, hat Rupert Riedl so charakterisiert, dass er mit der Spaltung des Weltbildes, nämlich zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, einiges von der Torenz gesagt hat, gigantische Aufgabe. Weiter schreibt er, er hat das in beinahe frevelhafter Weise angegangen. Ich glaube, das kennzeichnet Rupert Riedl einmal am besten. Und was vor allem wichtig ist, das zeigt sich auch in seiner Autobiografie, die unter dem Titel Neugierde und Staunen erschienen ist, er war immer neugierig. Also wir, die mit ihm diskutiert haben, haben uns immer gefragt, warum ist er so neugierig und warum staunt er auch immer über das Komische, was wir ihm berichtet haben, aus den anorganischen Wissenschaften, Kollegen aus der Politik und der Wirtschaft, aus ihrem jeweiligen Gebiet. Riedl wurde nicht nur zum beliebtesten Brüllknaben der Philosophen, sondern auch zu Lebzeiten von Lorenz zu einer neuen Leitfigur der evolutionären Erkenntnistheorie. Das war sein Zentrum der Arbeiten und damit aus diesem Zentrum heraus ist er nicht abgrenzbar. Und der Brüllknabe charakterisierte eine typische Denkstruktur, die ja in den meisten Disziplinen vorhanden ist. Jeder wird geprügelt, der den Teller hat. Berührt, der nicht sein eigen ist. Und das Interessante dabei ist, dass diese Strukturen, die in dieser Art und Weise denken und agieren, einen Tellerrand haben, während es diesen realerweise gar nicht gibt. Erstens und zweitens, diese Teller stehen nicht nebeneinander, wie es in vielen Disziplinen oft vermutet wird, stehen genau genommen übereinander. Hätten die Philosophen nämlich das gemacht, was Rupert Riedl auch immer gemacht hat und auch meine Politiker, die ich kennengelernt habe, früher, die gibt es nicht mehr, neugierig zu sein, dann hätten sie entdeckt, dass ihr Teller auf einem riesigen Stapel anderer Teller steht. Und wenn es die anderen Teller nicht gäbe es auch den Teller der Philosophen nicht. Und die hängen alle miteinander zusammen. Rupert Riedl hat das in fantastischer Art und Weise durch seine Grafiken aufgezeigt. Und warum hat er Grafiken verwendet? Weil er wusste, dass der Mensch der Vorlage fast gestaltet ist, komplexe Strukturen zu erkennen. Erklären kann man sich schlecht. Aber das ist die große Fähigkeit und glaube ich, das hat uns alle sehr stark geprägt. Deshalb freut es mich, dass wir heuer wieder den Rupert Riedl-Preis vergeben können, den Sie im Anschluss dann erleben werden. Ich sage nichts mehr zu Rupert Riedl, weil Heiliger,
Der Spontanzen gesagt, wir haben ihn angesprochen, aber Horazio übernimmt als Spontanzen gesagt und die Frage, wie ich schon jetzt bei ihm, wird in diese Sache noch weiter einsteigen. Die Überleitung, glaube ich, ist hergerichtet. Das ist ein Gespräch, das seinerzeit im ORF aufgenommen wurde, zwischen Robert Riedl oder ein Interview mit Robert Riedl, Klaus Holtrohn und mir. Und Robert Riedl war der Gründungspräsident nicht nur des Klappertinger, Robert Riedl war auch der Gründungspräsident des Forums österreichischer Wissenschaftler. Und ich habe ihn damals kennengelernt, nach den Auseinandersetzungen in der AU, während dieser Zeit. Und ihm haben wir die Existenz des Klappertingers überlassen. Nicht nur das, sondern auch, dass Robert Riedl ein Wiener war. Und eine typische Charakterisierung Wiens und der Wertschätzung Wiens als einmaliger Platz auf der Welt war die, dass er gesagt hat, um 1900 standen 5 Ärzte um das Bett eines Patienten in einem Krankenhaus in Wien. Jeder hat eine andere Sprache gesprochen. Und alle haben einander verstanden. Das ist eine Ausgangssituation, die ich beiden Disziplinen empfehle, dass man die Sprache der anderen und wenn man Schwierigkeiten damit hat, neugierig wird, versucht zu verstehen, weil damit schon über vieles, was erst glaubt, ablehnen zu müssen. Wie gesagt.